Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie Chubby Hui und Ilon Huang. Am Abend des 2. Juli wurde ein taiwanisches Fischerboot knapp 24 Seemeilen von der Außeninsel Jinmen von chinesischen Küstenwachschiffen abgefangen und beschlagnahmt. Was war der Grund für diese Beschlagnahmung oder Verhaftung der Mannschaft? Ist das als eine neue Provokation seitens Peking zu sehen? Und wie sehen die Reaktionen darauf aus? Darüber sprechen wir heute in Schlagzeilen der Woche. Fasse nochmal kurz den Vorfall zusammen. Das war ein Fischerboot, Dajinman 88. Der befand sich gerade etwa 24 Seemeilen, das sind etwa 45 Kilometer, von der taiwanischen Außeninsel Jinmen entfernt. Und da wurden sie von zwei chinesischen Küstenwachschiffen aufgebracht, geentert und inspiziert oder überprüft. Kurz darauf hat das dann auch die taiwanische Küstenwache erfahren und hat dann eben drei Schiffe dahin geschickt und hat das Fischerboot und die chinesische Küstenwachschiffe verfolgt. Aber als man ankam oder beziehungsweise als man sich den Schiffen genähert hatte, befand man sich schon sehr in der Nähe, etwa 5 Seemeilen von der Küste von Jinjiang. Das sind etwa 10 Kilometer von der chinesischen Küste von Jinjiang entfernt. Und das sind ganz klar von China beanspruchte Binnengewässer. Und um eine Eskalation des Konflikts zu vermeiden, hat die Küstenwache dann erstmal die Verfolgung eingestellt. Bis jetzt befindet sich das Fischerboot und auch die Besatzung noch in chinesischer Haft. Das ist jetzt aber nicht der einzige Vorfall gewesen mit taiwanischen Fischern. Jetzt ein paar Tage später gab es dann noch einen Vorfall, wo ein taiwanisches Fischerboot von der japanischen Küstenwache aufgebracht wurde. Ja, das hat jetzt insbesondere das mit der chinesischen Küstenwache, dass die chinesische Küstenwache eben dann das taiwanische Fischerboot aufgebracht hat und festgenommen hat, hat für hohe Wellen hier geschlagen. Ist das etwas Besonderes? Hat das Peking mit Absicht gemacht? Sollte das eine Provokation sein? Oder was sind bis jetzt so die Erkenntnisse, die man hat? Warum wurde das Fischerboot festgenommen? Ja, warum dieses taiwanische Fischerboot von den Chinesen abgefangen wurde? Inzwischen sind einige Sachen klar geworden. Also überhaupt, China hat eigentlich schon seit 1995 immer eine Fischerei für Boote zu dieser Zeit bekannt gegeben. Und das ist eigentlich nichts Neues. Das heißt, in diesem Jahr zwischen dem 1. Mai und 15. August ist diese Fischerei für Bootszeit. Also in diesem Sinne soll man eigentlich in bestimmten Gebieten keine Fischerei operieren. Trotzdem ist dieser taiwanische Fischerboot in dieses Gebiet eingedrungen und hat dort operiert. Und das ist falsch. Und dann, der Ort, wo dieses Fischerboot befand, war eigentlich schon ganz nah zu der Grenze oder zu der Mittellinie zwischen Taiwan und China auf dem Meer. Eigentlich eher so in chinesischen Hoheitsgefäßen. Und das ist natürlich ein bisschen problematisch. Und man geht davon aus, dass diese taiwanische Fischerboote wirklich die Verantwortung übernehmen soll. Das taiwanische Fischerboot hat von vornherein behauptet, wo die operierte, war eigentlich ein traditionelles Fischereigebiet für taiwanische Fischerboote. Allerdings, ob das wirklich so ist, es hat in den letzten Jahrzehnten viele Diskussionen darüber gehabt. Allerdings, weil China und Taiwan, vor allen Dingen die taiwanische Außeninsel, liegen sehr nah. Und ob tatsächlich zwischen der taiwanischen Insel und chinesischem Festland eine Mittellinie gibt und wo die Grenze eigentlich liegen, das ist schon ein Problem. Und daher, man geht davon aus, auch taiwanische Küstenwache haben schon erkannt, dass das taiwanische Fischerboot wohl wahrscheinlich die meisten Verantwortung übernehmen soll. Daher, man hat von Taiwan aus nicht stark dagegen protestiert. Die taiwanische Regierung hat nur China aufgefordert, Gründe für den Abfangen nochmal erklären und dann schnell
die Besatzung und das Boot freilassen soll. Das, man hat eigentlich schon ganz höflich und mild von den Chinesen verlangen, also keine so richtige Proteste weder gehabt. Aber warum ist dieser Vorfall so wichtig für Taiwan? Taiwan ist eine Meeresnation und die Fischerboote gehen jeden Tag auf dem Meer und überall, nicht nur in dem ostchinesischen Meer oder südchinesischen Meer, sondern eigentlich überall. Aber gerade weil die Beziehungen zwischen Taiwan und China in der letzten Zeit weiter angespannt und daher man möchte ganz vorsichtig sein und wir keine Probleme miteinander haben und deswegen man reagiert besonders vorsichtig. Außerdem, nach diesem Vorfall ereignet sich dann in den darauffolgenden Tagen andere Vorfälle. Zum Beispiel am 3.7. ist ein taiwanisches Fischerboot auch von den chinesischen Küstenwacheboot durch Suchscheinwerfer belästigt. Das chinesische Küstenwacheboot hat dem taiwanischen Fischerboot noch weitere 20 Minuten verfolgt. Und dann ist weggegangen. Ein Tag danach ist ein taiwanisches Fischerboot wieder von 4 chinesischen Küstenwacheboot umzingelt und dann aufgefordert, das Gefäß zu verlassen. Und das taiwanische Boot hat tatsächlich schnell das Gefäß verlassen. So ist die Sache friedlich zu Ende gekommen. Also überhaupt, man hat jeden Tag mit Chinesen was zu tun. Beide sind jetzt ganz vorsichtig und wollen wirklich alle Probleme vermeiden. Ja, es sind nicht nur Vorfälle mit der chinesischen Küstenwache passiert, sondern wie ich eben auch erwähnt habe, am 5. Juli wurde auch dann noch ein taiwanisches Fischerboot, diesmal aus Jilong kommt, von der japanischen Küstenwache geentert und inspiziert und dann eben auch mitgenommen. Und der kleine Unterschied hier ist, dass die japanische Küstenwache wohl schon sehr schnell ganz klar gesagt hat, warum sie das gemacht haben. Also dem Schiff wird vorgeworfen, eben sich in japanischen Gewässern aufgehalten zu haben. Und es wurde auch ganz klar gemacht, okay, was soll jetzt als nächster Schritt unternommen werden? Man will die taiwanischen Fischer und das Schiff eben freilassen, sobald der Eigentümer des Schiffes ja eine gewisse Geldstrafe von, ich glaube hier umgerechnet spricht man von fast 35.000 Euro. Wenn er diese Geldstrafe zahlt, dann wird er und seine Besatzung und das Schiff eben freigelassen. Da scheint er noch im Prozess dabei zu sein, das Bankkonto zu eröffnen oder beziehungsweise eben diese Geldzahlung zu tätigen. Also im Prinzip aus meiner Sicht ist da nichts wirklich Dramatisches passiert, nur eben, dass Fischer eben, ja, ich weiß nicht, mutwillig oder aus Versehen eben in andere Gewässer geraten sind, gefahren sind und dann eben ja, aufgebracht worden sind oder vertrieben worden sind. Der Unterschied hier vielleicht ist noch, oder das, was es jetzt ein bisschen spannend macht, ist, dass jetzt schon eine Woche vergangen ist, ja, dass die diesen Fall noch nicht beendet haben. Es ist tatsächlich schon in der Vergangenheit, seit 2003, also jetzt seit 21 Jahren, ist es schon dreimal passiert, dass irgendein taiwanisches Fischerboot, und zwar in allen Fällen sind das so Fischer aus Penghu, sind die vielleicht besonders aufmüpfig oder so, oder ich weiß nicht, oder schlecht bei der Navigation, oder denen ist das egal. Die sind also schon öfter falsch gefahren oder abgebogen. Und in der Vergangenheit wurden sie schon dreimal eben festgenommen. 2003 war das, 2005 und 2007 wurden jeweils Fischerboote aus Penghu festgenommen. Auch mit der ähnlichen Begründung wie diesmal eben, dass sie eben während der Fischereiverbotszeit gefischt haben und dass sie eben in chinesischen Gewässern gefischt haben. Allerdings, wenn ich das hier so nachlese, wurden die immer innerhalb von 2 Tagen schon freigelassen wieder oder das Schiff wurde freigelassen und die Besatzung wurde freigelassen innerhalb von 2 Tagen. Und wir haben diesmal eben schon 7 Tage. Das macht das Ganze ein bisschen, ich will nicht sagen dramatisch, aber eben ein bisschen spannend, ja, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ja, genau. Man muss die Weiterentwicklung noch aufmerksam beobachten. Und diesen Vorfall erinnert mich an einen anderen Vorfall zwischen Taiwan und den Philippinen, und zwar im Jahr 2013. Da ereignet sich auch so eine Frage, ob taiwanische Fischerboote in das Hoheitsgefäß von den Philippinen eingedrungen war und dort operierte. Und die Küstenwache von
der Philippinen sind auch zu der Tatort sozusagen eingereicht. Und dann gab es Auseinandersetzungen zwischen beiden Seiten. Und die philippinische Küstenwache hat dann mit Maschinengewehr auf das taiwanische Boot gefeuert. Und der Kapitän war vor Ort gestorben. Und so, das löste wirklich eine richtige Auseinandersetzung zwischen den beiden Ländern aus. Und noch lange danach hat man in Taiwan Proteste eingeführt und wollten keine Reisen nach den Philippinen machen oder sowas. Also überhaupt Taiwan als eine Meeresnation, dann hat natürlich mit Meeresangelegenheiten sehr viel zu tun und kam auch oft mit den Nachbarländern zum Auseinandersetzung oder so. Und dieses Mal wird dieser Fall in Taiwan mehr diskutiert, weil das Boote und die Besatzung sind noch nicht nach Taiwan gekommen. Und wie China diese Fahrt behandeln würde, das wissen wir jetzt noch nicht. Und man spürt nur, die Beziehungen zwischen beiden Seiten ist weiter angespannt. Und man fürchtet, dass die Besatzung und das Boot noch länger in China bleiben werde als bis jetzt. Wir können uns noch daran erinnern, im Februar dieses Jahres ist ein chinesisches Fischerboot mit einem Boot von der taiwanischen Küstenwache kollidiert und zwei chinesische Matrosen sind gestorben. Und drei sind verletzt und die drei sind inzwischen nach China zurückgegangen, aber die zwei Leichname sind noch in Taiwan. Und Taiwan hat immer mit China darüber verhandelt, aber irgendwie die kamen zu keiner Einigung. Und ein taiwanischer Soldat hat in seiner Freizeit wahrscheinlich im chinesischen Hochsee geangelt. Und dann wurde von China verhaftet, nach China gebracht. Und das sind ja schon so viele Monate her. Und der ist jetzt noch in China geblieben. Irgendwie, man spürt schon was ungewöhnliche Stimmungen zwischen beiden Seiten und fürchtet, dass die Spannungen weiter steigen würden. Also man fühlt sich schon etwas unsicher. Mhm. Aber was du bisher gesagt hast, auch, dass beide Seiten miteinander diskutieren und so, scheint so ein bisschen zu sein, dass beide Seiten versuchen wollen, eine Eskalation zu vermeiden. Ja, es ist eigentlich ein ganz normaler Vorgang, würde ich mal sagen, bei zwei benachbarten Meeresnationen. Nur in diesem Fall ist es halt aufgrund unserer besonderen Situation zwischen Taiwan und China, wird das Ganze natürlich ein bisschen skeptischer betrachtet oder kritischer betrachtet oder mit mehr Nervosität betrachtet. Bei Japan scheint sich dieser Fall ja sehr schnell jetzt ja, gelöst zu haben oder zu lösen. Natürlich haben wir noch bei China auch noch, es zeigt uns jetzt im Falle mit China allerdings eben natürlich, wie verwundbar wir eigentlich sind oder wären, wenn China sich entschließen würde, eine Seeblockade zu machen oder uns. Man weiß ja eben, ihre Marine, ihre Küstenwache und alles, was sie zur Verfügung haben, ist etwas größer und umfangreicher als das, was Taiwan zur Verfügung steht. Also man sieht also, es wäre relativ einfach für die Volksrepublik China, Taiwan mit einer Blockade oder mit solchen ähnlichen Mitteln so unter Druck zu setzen. Auf der anderen Seite, ich denke, China möchte auch durch diese Auseinandersetzung oder intensivere Kontrolle demonstrieren, dass in deren Hoheitsgefäße nicht von den anderen eingedrungen werden sollte. Und so früher hat es natürlich auch immer passiert, allerdings die waren vielleicht damals nicht so stark. Oder die hatten damals nicht den Wille, sich so zu verteidigen. Und daher, man konnte ja schon irgendwie zusammenarbeiten. Und jetzt möchten sie was ganz anderes haben. Und das ist auch eine Änderung deren Strategie. Und so, man muss halt jetzt wirklich ganz vorsichtig sein. Mhm. Wollen wir hoffen, dass sich dieser Fall bald auflöst. Und wollen wir auch hoffen, dass sich die taiwanischen Fischer an die Aufrufe der taiwanischen Küstenwache halten, dass sie eben sich von den chinesischen Gewässern fernhalten. Und ja, damit verabschieden wir uns für heute. Am Mikrofon waren Chiu Bihui und Yilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.